alle, die ihm bis zum Tag des jüngsten Gerichts mit gutem Beispiel folgen. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wir werden heute, inshallah, über das Leben von Imam Malik reden, nachdem wir schon über Abu Hanifa gesprochen haben. Und wir machen die Reihenfolge chronologisch. Also nicht, dass ihr denkt, wir haben Abu Hanifa angefangen, weil wir Hanifiten sind. Er ist der Erste, der unter den vier Rechtsgelehrten geboren wurde und der Erste auch, der gestorben ist. Als Zweiter ist Imam Malik geboren und gestorben. Und beim nächsten Mal werden wir, inshallah, über Imam al-Shafi'i reden. Ich möchte diesen Vortrag mit einem Sprichwort beginnen und nicht einfach mit dem Leben von Imam Malik. Man sagt, das Wort verfliegt und das Geschriebene bleibt. Was heißt das? In der Regel ist es so, dass Sachen, die verschriftlicht wurden, länger überleben als die Dinge, die mündlich tradiert wurden. Nehmen wir mal den Koran und die Hadithe davon aus, weil die Hadithe, der Koran ist von Allah geschützt und viele Muslime können ihn auswendig, genauso wie die authentischen Überlieferungen, von denen es viele Hadithgelehrte gibt, die mit der Überlieferungskette die Hadithe auswendig können, wo die Überlieferungskette bis zu den Propheten zurückgeht. Auch wenn der Koran verschriftlicht wurde, auch wenn die Hadithe schon verschriftlicht wurden. Aber es kann auch sein, dass selbst verschriftlichte Werke nicht bis heute überlebt haben. Erinnern wir uns an 1258, an den Mongolensturm in Bagdad. Das war einer der großen Trauma der islamischen Welt, als die Mongolen über Bagdad hergefallen sind und dort alles geplündert haben und sämtliche Bibliotheken verbrannt haben. Und die Leute aus Bagdad berichten, dass der Fluss Tigris sich schwarz verfärbt hat von der Tinte der Bücher, die alle in den Fluss geschmissen wurden. Und die bekannteste Bibliothek, Baytul Hikmah, wurde auch verbrannt. Diese wurde von den Abbasiden-Kalifen al-Ma'mun damals errichtet. Und da wurden viele Werke aus der Antike ins Arabische übersetzt und kommentiert. Also viele wichtige Werke wurden verbrannt. Aber es kann auch sein, dass Werke überlebt haben und heute überhaupt nicht mehr gelesen werden. Ich habe mehrere Jahre als studentische Hilfskraft an der FU gearbeitet, in Islamwissenschaft. Und da gab es so viele Bücher, es sah aus wie ein Bücherfriedhof. Ja? So ein Staubschicht und diese Bücher werden nicht gelesen. Dann gibt es Bücher, die bekommen kurz Aufsehen und danach werden sie auch wieder vergessen. Da gibt es aber auch Bücher, die Allah gesegnet hat. Zu diesen Büchern zähle ich das Werk Al-Muwatta von Imam Malik, wo Allah ein Segen reingesteckt hat. Und ich möchte über die Besonderheiten von diesem Meisterwerk von Imam Malik sprechen. Welche Besonderheiten hat dieses Buch und warum hat er dieses Buch verfasst? Das ist das Hauptwerk, das Meisterwerk von Imam Malik Al-Muwatta. Was bedeutet Al-Muwatta sprachlich? Sprachlich bedeutet Al-Muwatta im Arabischen der geebnete Pfad oder aber auch der Weggefährte, der dich begleitet, ohne dir einen Schaden zuzufügen. Und es gibt verschiedene Überlieferungen, auch in diesem Buch wird es erwähnt, warum dieses Buch Al-Muwatta genannt wurde. Einer der Überlieferungen besagt, dass Imam Malik dieses Buch an 70 Rechtsgelehrte in Medina gezeigt hat und die haben ihn alle zugestimmt. Deswegen heißt Al-Muwatta das Buch, über den es eine Übereinstimmung gibt, also dass alle das für gut befunden haben. Eine weitere Besonderheit von diesem Buch ist, Imam Malik hat dieses Buch mit 10.000 Überlieferungen angefangen. Und er hat 40 Mal über dieses Buch gelesen. Man kann sagen, die 40. Auflage. Und normalerweise, wenn ein Gelehrter oder ein Autor über ein Buch liest nach Jahren und eine neue Auflage macht, dann wird dieses Buch immer dicker. Warum? Er hat jetzt ein bisschen mehr Wissen erworben und könnte mehr Informationen reinpacken. Imam Malik hat 40 Mal drüber gelesen und von den 10.000 Überlieferungen sind noch 1.828 Überlieferungen übrig geblieben. Warum ist das so bei ihm? Aufgrund seiner Fürsorge für das Wissen, sein akribisches Vorgehen bei den Überlieferungen. Es ist nicht wichtig, wie dick ein Buch ist, sondern das Buch bekommt seinen Wert von seiner Richtigkeit, von seiner Authentizität und von den Informationen, die dort drin enthalten sind. Das heißt, bei Imam Malik war es nach 40 Mal Lesen von 10.000 auf knapp ein Fünftel geschrumpft. Zweite Besonderheit ist, Al-Muwatta ist einer der ersten Hadith- und Fiqh-Bücher der islamischen Gelehrsamkeit. Wann ist Imam Malik gestorben? Imam Malik ist im Jahre 179 nach der Hijra gestorben. Wann hat er die Al-Muwatta das erste Mal geschrieben? Im Jahre 159 nach der Hijra. Wann ist der Prophet gestorben? Im Jahre 11 nach der Hijra. Wenn wir 11 davon abziehen,
haben wir 148. Das heißt, 148 Jahre nach dem Tod des Propheten haben wir das erste, also einer der ersten schriftlichen Hadith-Werke. Entsprechend der Theorie, die besagt, dass die ersten Hadith-Werke im dritten Jahrhundert nach der Hijra verschriftlicht wurden. Das wurde 150 nach der Hijra schon verschriftlicht. Und was war dazwischen? Dazwischen wurden die Hadiths auch verschriftlicht. Bloß sie wurden oftmals nicht zu einem Buch zusammengefasst. Oder diese Buche haben es bis heute nicht überlebt, weil sie verbrannt wurden, wie bei dem Mongolensturm. Oder aber auch, sie wurden mündlich überliefert und die Leute hatten sie sowieso schon im Gedächtnis gehabt. Das heißt, dieses Buch beweist, dass die Hadithe nicht erst im dritten Jahrhundert nach der Hijra verschriftlicht wurden, sondern schon viel früher. Die Al-Muwatta beinhaltet Hadithe, 1828 Überlieferungen, die mit der rechtlichen Seite, mit den Ahkam dieser Religion zu tun haben und mit der Praxis dieser Religion, mit dem Amal dieser Religion zu tun haben. Das heißt, es werden die Kernthemen der Religion quasi behandelt, angefangen von Gebet über Fasten, über Gebetswaschung, über die Hajj und so weiter. Es ist kein Buch, das ausschließlich Überlieferungen von unseren Propheten beinhaltet, sondern auch Überlieferungen von den Einwohnern von Medina. Und das ist etwas, was Imam Malik für ihn sehr speziell war. Er hat auch hier Überlieferungen von den Prophetengefährten und auch von den Tabi'in, die in Medina gelebt haben, hier festgehalten. Warum? Weil wenn wir vom Koran und der Sunna sprechen, dann müssen wir erstmal schauen, wie diese verstanden werden können. Und wie die Prophetengefährten diese Hadithe verstanden haben und die Koranverse verstanden haben. Deswegen hat die Praxis von den Einwohnern von Medina einen besonderen Stellenwert bei seinem Rechtssystem. Das nennt man Amal Ahlul Medina. Er hat geschaut, was haben die Leute von Medina gemacht. Und wenn er gesehen hat, dass die Leute etwas von Medina gemacht haben, und es gab das gab es in keinem Hadith, er hat es trotzdem gemacht, weil er gesagt hat, diese Leute haben in Medina gelebt und haben den Propheten erlebt, deswegen sind sie der Sunna am nächsten. Dann eine weitere Besonderheit ist, es kamen drei große abbasidische Kalifen zu Imam Malik. Der erste war Abu Ja'far al-Mansur, der Gründer quasi. Der zweite war Mahdi Billah und der dritte war Harun al-Rashid. Und die haben gesagt, lass uns dieses Buch Al-Muwatta zur offiziellen Rechtsprechung des Abbasiden-Kalifats machen. Wisst ihr, was Imam Malik gesagt hat? Er hat gesagt, nein, auf keinen Fall. Ich bin auch nur ein Mensch, ich kann Fehler machen. Und ich möchte nicht, dass die Menschen aufgrund meiner Fehler belangt werden. Und es gibt Menschen, die vielleicht mehr wissen, als ich haben. Und man sollte auch ihre Meinung berücksichtigen. Und er hat es eigenhändig verhindert, dass sein Buch zur offiziellen Rechtsprechung im Abbasiden-Kalifat wurde. Und das ist natürlich nicht einfach, wenn Kalifen zu dir kommen und dir dieses Angebot machen. Wir haben letztes Mal gehört, dass Abu Hanifa im Gefängnis vergiftet wurde und ermordet wurde, weil er es abgelehnt hat, das höchste Richteramt zu bekleiden. Weil er es abgelehnt hat, gewisse Fatwas zu unterschreiben, wo sein Unterschrift quasi unter den Fatwas quasi steht. Er hat es abgelehnt und deswegen wurde er getötet. Ich möchte auf ein heikles Thema eingehen, bevor wir jetzt auf das Leben von Abu Hanifa eingehen. Und zwar, weil vor allem viele Jugendliche verunsichert sind und oftmals mit diesen Fragen zu mir kommen. Diese Fragen sind, brauchen wir heutzutage, wo wir den Koran und die Sunna haben, noch überhaupt eine Rechtsschule? Darf man überhaupt einer Rechtsschule folgen? Oder noch polemischere Fragen, wenn ihr sagt, dass man einer Rechtsschule folgen soll, welcher Rechtsschule folgte der Prophet dann? Oder es kommen dann Aussagen wie, ja, die Rechtsgelehrten damals, die hatten nicht Zugang zu den ganzen Hadithen. Heute haben wir gewisse Hadithbanken bei uns, Hadithbanken da. Wir können die ganzen authentischen Hadithe zusammensammeln und die schwachen Hadithe rausnehmen. Und dann können wir sagen, das ist dann die authentischste Rechtsschule. Wie antworten wir diesen Leuten? Zunächst einmal muss man wissen, was Rechtsschule im Arabischen bedeutet. Rechtsschule bedeutet im Arabischen, aber auch im Türkischen, Mezheb. Mezheb. Mezheb, für die, die Arabisch können, ist grammatisch Ism Mekan und Mastar. Das heißt, der Ort, dem man geht und das Ziel, wo man hingelangt. Weg und Ziel gleichzeitig, sprachlich gesehen. Fachspezifisch ist ein Mezheb beschäftigt sich mit der praktischen Seite der Religion. Mit der praktischen Umsetzung der Religion, sowohl die gottesdienstlichen Angelegenheiten, Ibadat, das Gebet, das Fasten, die Hajj und so weiter, als auch den zwischenmenschlichen Angelegenheiten, wie zum Beispiel Eherecht, Scheidungsrecht, Erbrecht, das wird als Mu'amalat bezeichnet. Eine Rechtsschule zeichnet die Prinzipien, die Regeln, das Rechtssystem und den Rahmen der Religion.
Eine Rechtsschule ist nicht das Produkt von Meinungsverschiedenheiten, sondern das Ergebnis von einem Bedürfnis. Wenn wir sagen würden, es ist das Produkt von Meinungsverschiedenheiten, diese Meinungsverschiedenheiten gab es schon bei den Sahabes. Ich habe letzten Mal erwähnt, dass Hazrat Umar, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, Imam Ali, alle vier eine andere Methode hatten. Und eine Rechtsschule ist eigentlich nur eine Methode. Das heißt, dann würden wir heute auch sagen, hatten alle vier eine andere Rechtsschule, ein anderes Rechtsverständnis, wie man diese Texte ableitet. Natürlich kann man von den Menschen nicht erwarten, dass sie die Primärquellen des Islams lesen und daraus Gesetze ableiten. Und auch wenn diese Rechtsschulen auf einen Namen zurückgehen, zum Beispiel Hanefitische Rechtsschule, heißt es nicht, dass das nur die Meinung von Abu Hanifa ist, sondern dass es ein gesamtes Rechtssystem, was sich über Jahrhunderte entwickelt hat, etabliert hat, von Gelehrten überprüft und bestätigt wurde. Das heißt, es wurde so oft über Jahrhunderte auf den Prüfstand gestellt und für gut befunden, dass die Muslime bis heute hinter diesem System hergehen. Das heißt, hinterherlaufen, deswegen heißt Mezheb der Ort, dem man hingeht oder der Ziel, das Ziel, wo man hingelangt. Das Folgen einer Rechtsschule ist der Ausdruck von einem sensiblen Umgang mit der Religion. Warum? Jede Rechtsschule hat ein eigenes Rechtssystem, ein Usul, eine Methode, ein Manhaj, wie sie gewisse Methoden ableiten. Alle Rechtsschulen, bei allen Rechtsschulen sind die Primärquellen Koran und Sunna. Das heißt, wenn man jetzt sagen würde, ich folge dem Koran und der Sunna und nicht einer Rechtsschule, ist das eigentlich nur Plakettenschwindel, weil die Primärquellen von den Rechtsschulen ist Koran und Sunna. Nur wie sie diese Methoden ableiten, ist etwas anderes. Wenn jemand ernsthaft sich damit beschäftigen möchte und keine Polemik machen möchte, den empfehle ich, entsprechende Rechtswerke zu lesen und nachzuforschen, wie sie es ableiten. Und dann zu sagen, das ist falsch. Aber nicht einfach sagen, das widerspricht dem Koran oder der Sunna. Und auch die Quellen, die danach kommen, Ijma und Qiyas, wurden auch vom Koran und der Sunna abgeleitet. Und auch rechtsschulspezifische Methoden, Al-Istihsan, Saddu Zari'a, Al-Masalih Al-Mursala, wurden alle vom Koran und Sunna abgeleitet. Wem das interessiert und der keine Polemik betreiben möchte, der kann gerne in den betreffenden Rechtswerken nachlesen. Das heißt, Rechtsschule ist erstmal nichts anderes als eine Methode, wie man gewisse Ahkam, praktische Ahkam, ableitet von dem Koran und der Sunna. Das heißt, jemand, der sagt, ich folge nur dem Koran und der Sunna, der verfolgt auch eine Methode und somit auch eine Rechtsschule. Das heißt, es kann nicht sein, dass jemand keine Rechtsschule verfolgt, keine Methode verfolgt, weil wenn jemand sagt, ich leite Gesetze ab, ohne eine Methode dahinter zu haben, dann wird man sagen, was ist das dann für eine Religion? Das heißt, wir sehen, dass das Wort Rechtsschule meistens im Deutschen falsch wiedergegeben wird, als würde es dem Koran, als würde es dem der Sunna widersprechen. In Wahrheit sehen wir, dass es nicht der Fall ist, sondern wir sehen, dass dieses Rechtssystem sich über Jahrhunderte etabliert hat. Kommen wir kurz dazu, wer braucht keine Rechtsschule zu folgen? Vielleicht gibt es ja einen unter uns, der kann ja dann die Gesetze selber ableiten. Diese Personen, die keine Rechtsschule folgen brauchen, die werden als Mujtahid Mutlaq bezeichnet. Freie Mujtahids, die direkt von den Primärquellen ableiten können. Dazu nenne ich mal ein paar Bedingungen, was man da beachten muss oder wissen muss, um das machen zu können. Man muss gut in der arabischen Sprache sein. Und zwar gut in der arabischen Grammatik, Al-Nahu, gut in der Verbreflexion, Al-Sarf und gut in der Rhetorik, Al-Balagha. Man muss die alten vorislamischen Gedichte sehr gut kennen. Man muss sehr gut und bewandert in der arabischen Sprache sein. Imam al-Shafi'i ist extra 8 Jahre nach Jemen ausgewandert, hat unter einem Stamm gelebt, um die arabische Sprache gut zu lernen. Und danach hat er ein Gedichtwerk verfasst, Diwan al-Shafi'i, was uns heute erhalten geblieben ist. Die haben sich so intensiv mit der arabischen Sprache beschäftigt. Das heißt, wir folgen Leuten, die sich so intensiv mit der arabischen Sprache beschäftigt haben. Dann muss man sehr gute Kenntnis von Koran haben. Es reicht nicht aus, dass man den Koran auswendig kann. Man muss wissen, was Nasikh und was Mansuch ist, was abrogiert wurde und was nicht. Man muss wissen, was arm und was khas ist, was allgemeingültig und was speziell gemeint ist. Man muss wissen, was Hakiki und was Majaz ist, was wortwörtlich zu verstehen ist und was nur sinnbildlich, also metaphorisch gemeint ist. Das heißt, man muss diese ganzen Kategorien sehr gut kennen. Man muss sehr gutes Wissen von der Sunna haben, wissen, was authentisch ist und was nicht authentisch sind. Was sind die Bedingungen, um festzustellen, dass wir ein Hadith als authentisch klassifizieren können oder nicht. Kitab al-Rijal, Jarh und Ta'dil, dass die Überlieferer sehr gut gekannt werden müssen. Das heißt nicht nur den Namen des Überlieferers, wer sind seine Vorfahren, wie war sein Erinnerungsvermögen. Jemand, der zum Beispiel sein Hifz, sein Erinnerungsvermögen nicht sehr gut ist, von dem kann man keinen Hadith nehmen. Wie war sein Achlak, jemand, der keinen guten Achlak hat, von dem kannst du keinen Hadith nehmen.
All die Sachen müssen bedacht werden. Und da kommen noch andere Wissenschaftszweige dazu, die ich gerade ausgelassen habe. Wer das kann, der soll bitte vom Koran und Sunna, ohne eine deutsche Übersetzung von Sahih Bukhari zu lesen, die Ahkam selber ableiten. Ansonsten bitte sollen wir unsere Grenzen kennenlernen und auch ein bisschen demütig sein. Kommen wir jetzt zu Imam Malik. Wer war Imam Malik? Imam Malik ist im Jahre 93 nach der Hijra geboren. Das heißt fast 100 Jahre nach dem Tod des Propheten. Und er wurde in Medina geboren, nach der weit verbreiteten Ansicht wurde er in Medina geboren. Und sein Vater hieß Anas ibn Malik. Aber nicht der Prophetengefährte Anas ibn Malik. Es gibt oft Verwechslungen, weil es gibt den Prophetengefährten Anas ibn Malik, aber sein Vater heißt genauso Anas ibn Malik, aber war nicht dieser Prophetengefährte. Und sein Vater hat ihn und seinen Bruder, Imam Malik hatte einen Bruder mit dem Namen Nadir, schon sehr früh zu den großen Gelehrten in Medina geschickt, um dort Wissen zu erwerben. Und Imam Malik hat eigentlich als kleines Kind keinen Bock gehabt, wirklich islamisches Wissen zu erwerben. Er ist regelmäßig von der Madrasa ausgebrochen, ist mit den Kindern auf der Straße spielen gegangen, ist mit den Katzen in Medina, hat mit denen gespielt. Ihr wisst, in Medina gibt es sehr viele Katzen, schon damals, heute immer noch. Er hat gesagt, ich beschäftige mich lieber mit den Katzen auf der Straße. Und irgendwann hat der Vater ihn und seinen Bruder getestet, gesagt, mal sehen, wie viel Wissen ihr erworben habt. Und die Fragen, die Imam Malik nicht beantworten konnte, wurden immer länger. Er hat gemacht, so geht das nicht weiter. Und hat sich seit dem Tag geschworen, dass er regelmäßig ab jetzt teilnimmt. Und er hat das auch wirklich bis zu seinem Tod, er wurde 86 Jahre alt, durchgehalten. Das heißt, er hat von dem Tag an sich nur noch dem Wissen gewidmet. Und das ist ein Unterschied zu Imam Abu Hanifa, weil Imam Abu Hanifa war nebenbei noch Händler. Aber Imam Malik hat sich vollends auf das Wissen konzentriert. Imam Malik war als jemand der großen Gelehrten dieser Umma, war er natürlich in sehr vielen Wissenschaftsdisziplinen bewandert. Vor allem in zwei Wissenschaftsdisziplinen war er besonders bewandert, und zwar als Rechtsgelehrter, als Faqir und als Muhaddis, als Überlieferer. Er konnte 100.000 Hadith auswendig. Ihr müsst euch vorstellen, wie sorgsam er umgegangen sein muss, wenn er von 100.000 Hadithen als einziges das hier übrig gelassen hat. 1.828 Überlieferungen. Wie sorgsam er damit umgegangen ist. Er konnte nicht nur die Hadith auswendig, er kannte auch ihre Überlieferer auswendig. Nicht nur vom Namen. Er konnte dir sagen, welcher Überlieferer von welchem Stamm ist, wer seine Urväter sind. Er konnte dir sagen, welcher Überlieferer von welchem Land kommt. Er konnte dir sagen, welcher Überlieferer welchen Achlak hat. Er konnte dir sagen, welcher Überlieferer was für ein Erinnerungsvermögen er hat. Ob er stark war oder schwach war. Das heißt, er kannte nicht nur die Namen der Überlieferer, er kannte auch die ganze Stammbaumgeschichte. Das heißt, Imam Malik hat wirklich sich schon sehr früh mit den Hadith-Wissenschaften auch beschäftigt. Aber er hat es abgelehnt. In seinem Leben hat er sehr viele Kalifen kommen und gehen sehen. Ungefähr etwas weniger als die Hälfte seines Lebens hat er im Umayyadenreich verbracht. Und die andere Hälfte, als es umgestürzt wurde, im Abbasiden-Kalifat. Er hat 15 Kalifen kommen und gehen sehen. 20 Bürgermeister von Medina, Wali, die kommen und gegangen sind. Er ist nicht einmal in seinem Leben zu einem dieser Kalifen hingegangen. Hat um irgendwas gebetet. Vielmehr war es so, dass die Kalifen zu ihm gekommen sind oder welche Leute zu ihm geschickt haben. Einmal hat ein Kalif einen Abgesandten zu Imam Malik geschickt. Imam Malik sollte zum Palast kommen und seinen beiden Söhnen etwas vom Islam beibringen. Und als der Abgesandte in Medina ankam, hat er gesagt, ja, Imam, der Kalif möchte, dass du seinen beiden Söhnen den Islam beibringst. Imam Malik ist sauer geworden, hat ihn vertrieben, hat gesagt, seit wann kommt der Lehrer zu den Schülern nach Hause? Er hat gesagt, wenn sie etwas lernen möchten, dann sollen sie bitte nach Medina kommen. Das hat der Abgesandte dem Kalifen gesagt und der hat gesagt, er hat recht, ich schicke meine Söhne nach Medina, damit sie bei Imam Malik lernen. Und wie war das? Haben sie Privatunterricht bekommen? Weil es sind ja auch die Söhne von dem Kalifen. Nein, die haben keinen Privatunterricht bekommen. Die mussten sich wie alle anderen Schüler auch vor Imam Malik setzen, egal ob arm oder reich, und mussten bei diesen Sitzungen teilnehmen. Keine Sonderbehandlung, auch der Sohn vom Kalifen hat sich gefälligst vor einem Imam Malik hinzusetzen und zuzuhören. Das war sein Prinzip. Und er hat quasi, obwohl die Kalifen immer zu ihm gekommen sind, sie haben ihm auch manchmal Geschenke überbracht, das hat nie dazu geführt, dass sie, die Kalifen oder ihre Kinder oder ihre Verwandten, eine Sonderbehandlung bekommen haben.
Imam Malik hatte eine weitere Besonderheit, für die er bekannt war, und da unterscheidet er sich komplett von Imam Abu Hanifa. Er verabscheute es, sich über theoretische Fragen zu beschäftigen. Also, das wird als Fiqh al-Taqdiri genannt, über hypothetische Fragen zu diskutieren. Zum Beispiel, Imam Abu Hanifa hat seine Schüler sehr motiviert, sich hypothetische Fragen zu stellen. Angenommen, in der Zukunft passiert dies und jenes, was wäre das islamische Urteil dazu? Also er hat sie motiviert, theoretische Fragen zu stellen. Und wir haben auch gesagt, Abu Hanifa hat sehr früh eine Schule gegründet mit 36 Gelehrten, woraus 83.000 Fetwas erlassen wurden. Das heißt, viele Fetwas, sie haben sowieso die Fragen schon ihrer Zeit beantwortet, dann noch Fragen beantwortet, die vielleicht in der Zukunft kommen könnten. Und wenn jemand zu Imam Malik kam und gesagt hat, Imam Malik, angenommen, jemand macht in der Zukunft, er hat ihn gesagt, geh weg, geh bloß weg von mir. Er hat ihn sofort verjagt, er hasste es. Er hat gesagt, stell mir diese Frage, wenn es eintritt und nicht davor. Warum? Konnte er diese Frage nicht beantworten? Doch, er konnte es. Er hatte das Wissen dazu. Aber sein akribischer Umgang mit der Religion, sein Taqwa und Khashya haben ihn dazu veranlasst, dass er auf diese Frage nicht antwortet. Er hasst es auch, eine Frage mit Halal oder Haram zu beantworten. Außer die Sachen, die sowieso schon Halal und Haram bekannt sind, wie das Gebet oder was von der Haram, das Alkohol, oder also der Alkohol und Sina und so weiter. Aber wenn zum Beispiel jemand mit einer neuen Frage kam und wenn er sah, dass es erlaubt ist, sagte er immer, Yajuzu, es ist erlaubt. Oder er sagte, La ba'sa bihi, es gibt dagegen nichts einzuwenden. Und wenn er es empfand, dass es nicht erlaubt ist, sagte er, La yajuz, es ist nicht erlaubt. Das heißt, zwischen Jais und Halal, La yajuz und Haram ist ein großer Unterschied. Und der Grund ist, geht auf einen Vers zurück. Er hat sich immer einen Vers verinnerlicht und hat sich diesen Vers immer vor Augen gehalten. Diesem Vers heißt es: قل من حرم زينة الله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. Sagt, wer hat den Schmuck Allahs verboten, den er für seine Diener hervorgebracht hat, und auch die guten Dinge aus der Versorgung. Das heißt, er sah es als schlimm an, nicht nur, dass man etwas, was erlaubt ist, als verboten erklärt, sondern auch das, was erlaubt ist, als verboten erklärt. Deswegen sehen wir auch zum Beispiel bei den Speisegesetzen, ist die malikitische Rechtsschule die lockerste. Also man kann nahezu alles essen, außer Schwein fast bei der malikitischen Rechtsschule. Und das geht auf diese Vers zurück. Er sagt, wie können El-Asul Heil. Das heißt, der Ursprung bei den Speisegesetzen ist, dass erstmal alles erlaubt ist. Erst wenn wir einen Beweis finden, dass alles verboten ist. Bei uns Hanefiten ist sehr streng. Wir können manchmal Garnelen essen. Nach den hanefitischen Rechtsschule. Also, und übrigens, diesen Vers hat auch Abdullah ibn Abbas rezitiert, als er zu den Khawarij ging. Ich hatte letztes Mal gesagt, Imam Ali hat Abdullah ibn Abbas zu den Khawarij geschickt. Die haben ihn ja letztendlich auch getötet, Imam Ali. Und Abdullah ibn Abbas, er liebt es, sich so schön anzuziehen und schönen Duft aufzutragen. Und als sie gesehen haben, haben sie gesagt, oh, guck mal, Abdullah ibn Abbas, dann hat sich hier teure Klamotten angezogen. Und hat sich schön Duft aufgetragen, nach dem Motto, als wäre es etwas Verwerfliches. Dann hat er ihnen diesen Vers gelesen und die waren ruhig. Wie könnt ihr das, was Allah als erlaubt erklärt hat, als verboten erklären? Es kam einmal, und wisst ihr, was wahrscheinlich der meistgesagteste Satz von Imam Malik war in seinem Leben? La adri, ich weiß es nicht. Einmal kam ein Mann aus dem Gebiet Ash-Sham, heutigen Syrien, Libanon und Palästina, nach Medina. Die Gelehrten haben dort gesagt, geh mal nach Medina zu Imam Malik, vielleicht kann er deine Fragen beantworten. Er hat einen Weg von 6 Monaten hinter sich und hat gesagt, ja Imam, ich habe diese und diese Fragen, kannst du diese Fragen beantworten? Er hat gesagt, gib mir ein wenig Zeit. 6 Monate später kommt Imam Malik zu ihm und der Mann freut sich. Er sagt, Alhamdulillah, jetzt bekomme ich wahrscheinlich meine Antworten. Imam Malik sagt, La Adri, ich weiß es nicht. Der Mann rastet aus. Er sagt, was? Ich bin 6 Monate gekommen von Syrien, habe 6 Monate in Medina gewartet und jetzt sagst du, ich weiß nicht. Warum hast du nicht von Anfang an gesagt? Dann wäre ich sofort wieder weggegangen. Er hat gesagt, auch der Satz, ich weiß es nicht, zu sagen, braucht eine Forschung. Ich habe geforscht und jetzt kann ich sagen, ich weiß es nicht. Ohne dass ich es geforscht habe, kann ich ja nicht sagen, ich weiß es nicht. Und der Mann ist dann gegangen. Einer seiner bekannten Schüler, Ibn al-Qasim, sagt, ich wurde Zeuge, wie er aufgrund einer einzigen Angelegenheit 10 Jahre geforscht hat. Leider erwähnt Ibn al-Qasim nicht, welche Angelegenheit es ist. Und er sagt auch nicht, ob Imam Malik zum Schluss gesagt hat, La Adri, ich weiß es nicht. Wissen wir auch nicht. Und Qadi Iyad sagt,
Ihm wurden einmal 48 Fragen gestellt. Von diesen konnte er nur 16 beantworten. Die anderen 32 sagte er, La adri, ich weiß es nicht. Ist es, weil Imam Malik so wenig Wissen in der Religion hatte? Wahrlich nicht. Es ist sein sensibler Umgang. Ich sagte, er mag es nicht, etwas als halal oder haram zu bezeichnen. Er hat es verabscheut. Und wenn er etwas sah, wo er sich nicht sicher war, hat er gesagt, La adri. Und deswegen gehört auch das zu einem Gelehrten. Ein Teil des Wissens ist, dass man sagt, ich weiß es nicht. Und auch die Schüler, bitte, wenn ihr mir Fragen stellt, ich weiß es nicht, dass ihr mal sagt, warum weißt du es nicht? Ihr seht, Imam Malik konnte auch nicht alle Fragen beantworten. Deswegen, ein bisschen Demut gehört dazu und wir sind auch nur Menschen, das heißt, wir können nicht alles wissen. Kommen wir zu seiner Liebe für Medina. Imam Malik hat sein ganzes Leben in Medina verbracht, 86 Jahre. Vielleicht kann man auch die Frage stellen, normalerweise, vor allem für Hadith-Wissenschaftler oder für Hadith-Gelehrte, war es ja typisch, dass sie um die ganzen Länder gereist sind, um Hadithe zu empfangen oder Hadithe zu hören. Und warum war es bei Imam Malik nicht der Fall? Imam Malik hat in Medina gelebt und ist öfters nach Mekka gegangen für Hajj und Umrah. Und damals war Mekka und Medina ein Zentrum der islamischen Gelehrsamkeit. Das heißt, die großen Gelehrten der Welt, die großen Tabi'un, kamen sowieso nach Mekka und Medina und er konnte von dort sowieso diese wichtigen Leute treffen und konnte auch ihre Hadithe in Al-Muwatta festhalten. Das heißt, wir sehen hier bei den Überlieferern Leute, die alle nicht aus Medina auch sind. Warum? Weil er diese Leute in Mekka oder Medina getroffen hat. Damit wir auch diese Frage nicht unbeantwortet lassen und sagen, warum ist er nicht wie die anderen Hadith-Gelehrten wie Imam Bukhari durch die halbe Welt gereist? Aus diesem Grund. Er war, wie gesagt, 100 Jahre nach dem Tod des Propheten wurde er geboren. Da waren quasi die islamische Welt, das heißt die Gelehrsamkeit, war quasi in Medina. Heute ist sie nicht in Medina, heute natürlich ist sie schon in anderen Zentren, in Kairo, Nordafrika, in Syrien und so weiter, aber damals war es halt Medina gewesen und Mekka gewesen. Er hat, wie gesagt, Medina sehr selten verlassen, nur wenn er zu Hajj und Umrah gegangen ist und danach ist er sofort zurückgekehrt. Und eine Aussage von Abdullah ibn Omar, den Sohn von Hazrat Umar, hat er sich sehr zu Herzen genommen. Als hätte es Hazrat Umar ihm persönlich gesagt, aber das hatte Abdullah ibn Omar jemand anderen gesagt. Er sagte, wenn du dich beratschlagen willst, Istishara machen willst und zu der richtigen Ansicht gelangen möchtest, dann entferne dich nicht vom Land der Hijra und der Sunna. Darul Hijra und Darul Sunna, damit ist Medina gemeint. Er hat sich das ein Leben lang zu Herzen genommen und sich nicht vom Land der Sunna und der Hijra entfernt, ist nie in eine andere Stadt gezogen. Obwohl er Medina nicht verlassen hat, hat sich seine Rechtsschule schon zu seiner Zeit über die ganze islamische Welt verbreitet. Die ersten Muslime in Europa, die waren schon im 8. Jahrhundert in Andalusien, im heutigen Spanien, die sind nach der Rechtsschule von Imam Malik gegangen. Das heißt, die ersten Muslime in Europa sind nach der Rechtsschule von Imam Malik gegangen. Im 8. Jahrhundert schon war das, nach Christi Geburt, nicht nach der Hijra. Nach Christi Geburt, 8. Jahrhundert, waren schon die ersten Muslime in Andalusien und sind nach seiner Rechtsschule gegangen und auch viele in Andalusien haben das weitergeführt, wie zum Beispiel Ibn Rushd und viele weitere Gelehrte, die dort waren. Er hat 60 Jahre in Medina gelebt und eine sehr starke Liebe für den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam aufgebaut. Wisst ihr, wie weit seine Liebe ging? In seinen 86 Jahren ist er innerhalb Medinas nicht ein einziges Mal auf ein Reittier gestiegen. Und als man ihn fragte, O Imam Malik, warum steigst du nicht auf ein Reittier, wie die anderen Menschen? Er sagte, denkt ihr, dass ich es zulassen kann, dass meine Füße nicht die Erde berühren, die der Gesandte Allahs berührt hat, und stattdessen mein Reittier diese Erde berührt? Das heißt, aufgrund dieser Tatsache, dass allein seine Füße den Boden berühren, wo der Gesandte Allahs gelaufen ist, war für ihn Grund genug, innerhalb von Medina auf kein Reittier zu steigen. Das ist die Liebe und wer die Liebe einsetzt, schaltet Verstand aus. Man sagt, wo die Liebe beginnt, verabschiedet sich der Verstand. Er hat den Propheten so sehr geliebt, wie gesagt, wenn er einmal zum Beispiel gehört hat, dass jemand einen Hadith überliefert hat. Wenn jemand sagte, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, der Gesandte Allah sagte, er war wie paralysiert. Er stand vor dem, der es gesagt hat, als würde der Prophet persönlich zu ihm sprechen. Eines Tages kam er spät in die Moschee, wo sein Scheich Unterricht abhielt. Abu Zinat hieß sein Scheich, einer seiner Scheichs. Und er kam spät und er sah keinen Platz, wo er sich hinsetzen konnte. Er war auf den Füßen, hat die ganze Zeit zugehört.
Und als Abu Zinat gesagt hat, قال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, der Gesandte Allahs hat gesagt, ist Abu Hanifa, Imam Malik, sofort aus der Moschee rausgerannt. Und Abu Zinat hat es bemerkt und ist nach dem Unterricht rausgegangen. Er hat gesagt, oh Malik, warum bist du rausgegangen während des Unterrichts? Er hat gesagt, ich konnte nicht auf den, ich habe keinen Platz zum Sitzen gefunden und ich konnte nicht auf den Beinen stehen, während du ein Hadith von den Propheten überlieferst. So weit ging ihr Achlag mit den Propheten. Das heißt, wenn jemand ein Hadith vorgelesen hat, hat er es höchstpersönlich genommen, als würde der Prophet zu ihm selbst sprechen. Wenn jemand zum Beispiel ihn nach einem Hadith fragte, gibt es zwei Überlieferungen. Hat er entweder die Ganzkörperwaschung genommen oder Wudu. Jemand hat gesagt, was sagt der Gesandte Allahs darüber? Er ist nach Hause gegangen, hat erstmal Wudu genommen, hat seine Haare gekämmt, hat seinen Bart gekämmt, seine Zähne geputzt, hat sich Duft aufgetragen und hat erst dann angefangen, den Hadith zu überliefern. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Als wäre der Prophet höchstpersönlich vor ihn gekommen, hat er sich verhalten und hat sich so sensibel verhalten. Und wenn er beim Unterricht war und er hat einen Hadith überliefert und jemand hat währenddessen geredet, dann wurde er sehr sauer. Und er hat folgenden Vers gelesen. Dieser Vers ist noch heute über dem Grab des Propheten, steht es immer noch drauf. Ya ayyuhalladhina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. O ihr Gläubigen, erhebt eure Stimme nicht vor der Stimme des Propheten. Wer zum Beispiel heute nach Medina geht, der kann diesen Vers über dem Grab des Propheten lesen. Und so war er sauer, wenn jemand zum Beispiel geredet hat, als er ein Hadith vorgelesen hat. Er sagt, es ist so, als würde der Prophet vor euch stehen und euch etwas sagen. Würdet ihr so reden, wenn der Prophet vor euch stehen würde? Und dann hat er diesen Vers gelesen. Imam Malik hat eine weitere Eigenschaft von ihm, hat bis zu seinem Lebensende gelernt und gelehrt. Viele von den Studenten, wenn sie ihr Studium abschließen, denken, okay, jetzt habe ich für mein Leben ausgelernt und jetzt brauche ich nicht mehr weiterlernen. Und das ist leider auch eine schlechte Eigenschaft bei einigen Hodjas, die nicht weiterlernen, nachdem sie abgeschlossen haben. Und wenn sich ein Vortrag von vor 10 Jahren und nach 10 Jahren sich immer noch gleich anhört, dann muss diese Person sich fragen, was habe ich hier überhaupt gemacht in den letzten 10 Jahren? Wie habe ich mich überhaupt weitergebildet? Das heißt, zu seinen Eigenschaften gehört es, obwohl er tausende von Schülern hatte, ist er immer wieder regelmäßig zu anderen Gelehrten gegangen, wo er gelernt hat. Hat immer wieder nachgeforscht. Wir haben gesagt, wegen einer einzigen Angelegenheit hat er 10 Jahre nachgeforscht. Von wem hat er zum Beispiel gelernt? Einer seiner Lehrer war Ibn Hurmus, Rabi'a. Rabi'a war zum Beispiel einer der großen Köpfe der Rai-Schule in Medina. Und die Rai-Schule folgt quasi dem Fiqh von dem Rechtsverständnis von Abu Hanifa im Irak. Und er hat trotzdem seine Unterrichte besucht, obwohl er nicht gleich gedacht hat wie Rabi'a. Daraus können wir entnehmen, dass selbst wenn wir nicht in allen Sachen gleich denken, dass wir trotzdem unter uns Toleranz haben, sondern unter den Muslimen vor allem. Wir sehen, dass Abu Musa, einer zum Beispiel von den Freunden von Imam Shafi, berichtet, er sagt, Ma ra'aytu aqal min al-Shafi. Ich habe keinen Klügeren als Imam Shafi gesehen. Warum? Er sagt, ich habe mich so oft mit ihm, kamen wir zu einem anderen Ergebnis bei einer Angelegenheit. Und jedes Mal, als ich wegging, ein bisschen geschimpft habe und weggegangen bin, weil er nicht so gedacht hat wie ich, ist er zu mir gekommen, hat meine Hand gepackt und hat gesagt, Ya Aba Musa, ala yastaqima an nakuna ikhwanan wa illam nattafiq fi mas'ala. O Aba Musa, ist es nicht möglich, dass wir trotzdem Geschwister bleiben, obwohl wir nicht immer die gleiche Meinung haben? Und er sagt, dann hat er wieder mein Herz gewonnen und wir sind wieder Freunde gewesen. Das heißt, auch davon können wir uns sehr viel abschauen, dass wir unter diesen Toleranz, unter den Gelehrten auch unter uns tragen. Ein weiterer Lehrer von Imam Malik war Yahya ibn Sa'id al-Ansari und ein sehr bekannter Ibn Shihab al-Zuhri. Es gab noch viele weitere Gelehrte, die man aufzählen kann, aber die Gelehrte von Imam Malik, von denen er gelernt hat, kann man an einer Hand abzählen. Und er sagt auch, warum? Er sagt, das Wissen, das ihr erwerbt, ist eure Religion. So passt auf, von wem ihr eure Religion lernt. Das heißt, er hat dann auch natürlich nicht von jedem das Wissen, er hat zugehört, aber nicht von allem auch das Wissen genommen. Kommen wir zu seinen Schülern. Zu seinen bekanntesten Schülern gehört Abdullah ibn Wahb, Abdurrahman ibn Qasim, Ashab ibn Abdul Aziz, Asad ibn al-Furat. Asad ibn al-Furat ist eigentlich unser Landsmann, können wir sagen. Er kommt entweder aus Diyarbakir oder aus Urfa Mardin, aus Harran. Das heißt, schon sehr früh hat er auch Schüler gehabt,
aus der Osttürkei quasi, aus der Ding, von unseren Landsleuten gehabt. Das ist ein Teil der ersten Generation von den malikitischen Gelehrten, die unmittelbar von Imam Malik selbst gelernt haben. Aber auch spätere Gelehrten waren von ihm beeinflusst und haben seine Rechtsschule weitergetragen. Wie gesagt, dazu gehört zum Beispiel Ibn Rushd, der mit seinem Meisterwerk Bidayatul Mujtahid, was in Medina zum Beispiel gelehrt wird, was er in Andalusien verbreitet hat, und andere Werke. Das heißt, seine Rechtsschule hat sich nicht nur in Medina, sondern vor allem in Nordafrika, die ersten Muslime in Spanien sind nach seiner Rechtsschule gegangen, und auch in anderen Teilen Afrikas folgt man heute noch immer seiner Rechtsschule. Kommen wir jetzt langsam zum Schluss des Vortrages. Ich wollte es heute ein bisschen kurz halten, weil es schon spät geworden ist. Zu seinem Tod, und damit möchte ich auch abschließen. Erst als Imam Malik merkte, dass er langsam sich dem Tod nähert und krank wurde, hat er aufgehört, in der Prophetenmoschee Unterrichte zu geben. Er hat sich von der Prophetenmoschee zurückgezogen und hat dann nur noch zu Hause einer kleinen Gruppe von Schülern und seinen Söhnen Unterricht gegeben, Privatunterricht. Die anderen Schüler waren verärgert. Sie haben gesagt, warum können wir nicht mit zuhören? Aber sie haben es dann akzeptiert. Eine Zeit lang später hat er auch aufgehört, seinen engsten Schülern Unterricht zu geben, hat ganz aufgehört, Unterricht zu geben. Und seine Schüler wussten nicht, warum, auch seine Söhne nicht und auch seine Schüler nicht. Sie haben sich gewundert. Sie haben gesagt, wir hätten gedacht, dass Imam Malik während des Unterrichts sterben wird, weil so eine Liebe hat er für das Wissen gehabt. Und als Imam Malik davor war, seine letzten Atemzüge zu machen, hat er seine ganzen Schüler versammelt. Die Menschen, die sterben, die merken in der Regel, dass sie bald sterben werden. Das war auch bei Imam Abu Hanifa so. Er hatte gesagt, kurz vor seinem Tod, hat er seine Schüler versammelt. Er hat gesagt, begrab mich nicht in den Friedhof von, was der Staat von den Menschen geklaut hat, diese Ländereien, sondern in Husayran, in einem anderen Ort. Und hat somit den Kalifen quasi nochmal eine mitgegeben. So war es auch bei Imam Malik. Er wusste, dass er jetzt bald sterben wird. Er hat seine Söhne und seine Schüler versammelt. Er sagte, Allah hat mir eine Krankheit gegeben. Salisul Baul, sagt man im Arabischen, Blasenschwäche. Er konnte seine Notluft nicht mehr zurückhalten. Er sagt, ich wollte nicht in diesem Zustand in der Prophetenmoschee bleiben und die Propheten belästigen. Ich wollte nicht die Hadithe von den Propheten lesen, während ich meine Notluft nicht zurückhalten kann. Deswegen habe ich erstmal mich zu Hause zurückgezogen. Eine Zeit lang konnte ich zu Hause mich zurückhalten. Und als ich gemerkt habe, dass es auch nicht mehr geht, und ich gemerkt habe, während ich Hadithe des Propheten überliefere, kann ich meine Notdurft nicht zurückhalten, habe ich gesagt, so kann es nicht weitergehen. Aus Respekt vor den Propheten hat er seine Unterrichte eingestellt. Er sagt, ich habe euch das nicht früher gesagt, damit es nicht wie eine Klage gegenüber Allah klingen soll. Wallahi, ich bin mit allem zufrieden, was Allah mir gegeben hat, auch die Krankheiten, die Allah mir gegeben hat, ich bin damit zufrieden. Und damit zum Schluss keine Spekulation entstehen, warum ich überhaupt damit aufgehört habe, wisst, das ist der Grund dafür, warum ich nicht mehr Unterricht gebe. Kurz nach diesen Sätzen hat er sich von dieser Welt verabschiedet und ist dann verstorben. 14. Rabiul Awwal, 179 nach der Hijra, ist er verstorben. Im Jahre 779 nach Christi Geburt. Wo ist er gestorben? In Medina. Wo werden die Leute begraben, die in Medina gestorben sind? In Jannatul Baqiyah. Die schon in der Umrah waren, die wissen, das ist genau neben der Prophetenmoschee. Man wird zwischen den Sahabas, den Tabi'in und den Ahlul Bayt begraben. Welch eine Ehre. Er liegt zwischen Imam Nafi'a und dem Sohn des Propheten begraben. Neben dem Sohn vom Propheten mit dem Namen Ibrahim begraben. Genau dort ist er begraben. 86 Jahre voller Liebe zum Gesandten Allahs, für Medina, für die Prophetengefährten, für das Wissen. Nach 1200 Jahren reden wir noch immer, 1300 Jahren, 2200 Jahren reden wir noch immer über sein Leben. Und ich bin mir sicher, die Menschen werden bis zum Tagesgericht noch über Imam Malik reden. Möge Allah uns helfen, von seinem Wissen zu profitieren, uns von seinem Leben Lehren zu ziehen. Möge Allah sich seiner erbarmen und das Wissen, das er dieser Ummah hinterließ, ihm als eine fortwährende Spende, als eine Sadaqatul Jariyah anrechnen. Amin, Amin. والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد